wir schauen jetzt mal das neue Video vom Schlangemann und fangen heute damit dann entspannt an. Wenn ihr bereit seid, ich bin es komplett. Bleibe ich für eine Woche im Krankenhaus. Dank Horoskop im Krankenhaus. Selbstexperiment. Das fand ich nämlich ganz interessant. Ich habe eine Woche lang mein Leben an einem Horoskop ausgerichtet. Stimmen die Vorhersagen oder ist alles schiefgegangen? Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. Und damit ich nicht Astronomie und Astrologie durcheinander bringe, bin ich heute im Planetarium in Köln-Nippes. Das Planetarium ist das. Übrigens drehen wir in Kürze eine neue Folge Get Inside. Und für diese und andere Formate suche ich ganz dringend einen Cutter oder eine Cutterin. Mehr dazu ganz... Ich suche auch ganz dringend einen Cutter und eine Cutterin. Meine ich übrigens ernst, aber Bewerbung kommt bald auf dem Hauptkanal. Nur, ihr wisst, ne? Falls ihr hier seid, zufällig gerade. Stay tuned. Ganz am Ende des Videos. Heute geht's um Astrologie. Falls ihr wie ich das Problem habt, Astronomie und Astrologie regelmäßig zu verwechseln, habe ich hier eine vereinfachte Erklärung für euch. Das ist genau wie Duschgel und Dschungel. Verwechsel ich auch die ganze Zeit, wenn das Wort geschrieben vor mir ist. Jedes Mal. Duschgel-Camp, RTL, irgendein Tweet oder so. Irgendjemand retweetet das, wenn es wieder ist. Duschgel-Camp. Ich sitze da und denke mir, was ist mit euch? Astrologie ist die metaphysische Sterndeutung. Und Astronomie ist die wissenschaftliche Sternkunde. Früher bildete beides eine Einheit. Aber wir beschäftigen uns heute nicht mit exakter Wissenschaft, sondern mit Horoskopen. Obwohl, bis ins 17. Jahrhundert galt Astrologie sogar als Wissenschaft. Unter anderem wurden auch die Krönungstermine von Monarchen, zum Beispiel Elisabeth I., mittels Horoskop bestimmt, um einen günstigen Termin zu finden. Aber dann kamen die modernen Naturwissenschaften und kurze Zeit später konnte man Astronomie an den Universitäten studieren. Astrologie ist seitdem umstritten. Ich lasse mich trotzdem diese Woche darauf ein. Es gibt etliche Also ist im Prinzip Astrologie die Globulis der Sternegucker. Horoskope und Berechnungsmöglichkeiten und ich wusste anfangs gar nicht, welches Horoskop für mein Experiment die geeignete Grundlage ist. Von einem Geburtshoroskop, bei dem man mit Geburtsdatum, Zeit und Ort versucht, das mögliche Schicksal abzulesen, über komplizierte und über persönliche Erlebnisse berechnete Komposithoroskope bis hin zu einfachen Horoskopen, die man aus dem Internet, irgendwelchen Tageszeitungen oder der Bäckerblume kennt, gibt es alles. Weil ich das Thema Horoskope vor allem psychologisch interessant finde, habe ich den Sozialpsychologen Professor Dr. Erb als Experten hinzugezogen. Glaubt ihr an Professor Doktor? Na, was kann der mir denn zum aktuellen Virusgeschehen in Deutschland sagen? Ist doch Professor Doktor. Horoskope? Habt ihr eine Story zu einem? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe mich für dieses Experiment für ein westliches, einfaches Monatshoroskop entschieden und zusätzlich jeden Tag ein Tageshoroskop. Ich muss mal ganz kurz hier wild reinfragen. Macht das jemand von euch? Liest jemand regelmäßig sein Horoskop und richtet sein Leben danach aus? Ich will euch nicht verurteilen. Mich würde es nur interessieren. Weil ich muss immer viel mit meiner Oma darüber reden. Bin ich doof? Nein, safe. Okay, wirklich gar keiner. Nice. Dass mir in den Bereichen Gesundheit, Liebe und Karriere Anleitung für den Tag gibt. Außerdem bekomme ich so täglich meine 6 Glückszahlen angezeigt. Ganze 42 pro Woche. Laut Astrologie bin ich Sternzeichen Waage mit Aszendent Schütze. Das heißt, ich bin selbstsicher, diplomatisch, kreativ und lebensfroh. Das bin ich auch alles. Wer hätte es gedacht? Das bin ich auch. Nur mal zum Test habe ich auch das Sternzeichen Fische geprüft. Diese gelten als hilfsbereit, sensibel und verträumt. Das bin ich auch. Das ist verrückt, dass es so funktioniert. Das bin ich auch. Sternzeichen Jungfrau. Perfektionistisch, strukturiert und ehrgeizig. Ah. Teilweise, nicht unbedingt. Aber ehrgeizig auch nicht unbedingt. Das bin ich auch. Und nach dem offiziellen Harry Potter-Test gehöre ich zum Haus Ravenclaw. Hufflepuff, Bro. Hufflepuff. Was Ravenclaw? Schmutz. Schmutz Ravenclaw. Hier kommen nur Hufflepuffs rein und dürfen nur Hufflepuffs zugucken. Ansonsten, Chat, ist mir egal, was ihr seid. Wenn ihr kein Hufflepuff seid, schwierig. Schwierig gerade für euch hier. Schwierig. Klar steht für Weisheit, Kreativität und Individualität. Das bin ich auch. Nein, es gibt diese Zusammenhänge nicht. Es gibt diese Zusammenhänge aber für Leute, die dran glauben und die dann entsprechend reagieren, wenn sie danach befragt werden.
Ich werde mich diese Woche so konkret wie möglich nach meinem Horoskop richten und alle Vorhersagen zu meinem Vorteil nutzen. Ich möchte eine astrologisch perfekte Woche, um mein Leben zu verbessern. Damit ihr euch nicht nur ein Sternzeichen geben müsst, sondern ein bisschen Auswahl habt, ist dies ein gemeinsames Experiment mit Will vom Kanal Anthropos. Er ist Sternzeichen Stier und hat sich in seinem Video vor allem auf den Aspekt Geld konzentriert. Ich mich vor allem auf Körper und Gesundheit. Trotz meiner Skepsis gegenüber Horoskopen ist diese Woche so einiges anders gelaufen, als ich es gedacht hätte. Es gab große Freude, wahnsinnigen Ehrgeiz und dann ist irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen. Ich habe mich in meinem Leben noch nie auf ein Horoskop verlassen. Aber als Jugendlicher habe ich mal versucht, etwas über meine Zukunft herauszufinden. Mann, ich finde das so cool. Ich finde das so cool, wenn Leute früher schon was vor der Kamera gemacht haben. Ich habe nur so weirden Shit gemacht, aber die haben immer so Schüler-TV oder so moderiert. Da hast du so richtig coole Videoaufnahmen von dir selber, die du so verwerten kannst. Ich habe meine alle nicht mehr. Ist gelöscht worden von YouTube, der Kanal. Leider. Bekommen. Leider, leider. Bin ich besser in Mathe? Habe ich Chancen bei Jenny aus der Parallelklasse? All das wollte ich beim Bleigießen herausfinden. Allerdings war die Antwort ziemlich schwierig zu lesen. Ich habe nicht wirklich was erfahren. Das Horoskop ist da etwas zugänglicher und mein Monatshoroskop hat sogar Prozentangaben. Für mich heißt das diesen Monat 20% im Bereich Beruf und 70% im Bereich Körper und Gesundheit. Das heißt, berufsmäßig läuft es wohl nicht so gut, ich werde aber kerngesund bleiben. Im Detail heißt es in meinem Monatshoroskop: Beruflich nehmen die Aufgaben kein Ende. Als Selbstständiger ist genau sowas auch in meinem Interesse. Ich wollte gerade sagen, das ist voll geil, wenn die Aufnahmen kein Ende nehmen, weil dann weißt du, du hast Kohle kommt rein. Wenn ich jetzt aber arbeitslos wäre und das lesen würde, würde ich nicht wirklich verstehen, was das Horoskop von mir will. Mit Teamwork kommst du schneller ans Ziel. Ja, das trifft in meinem Fall zu. Wenn man jetzt aber einen Job hat, in dem man nicht im Team arbeiten kann oder soll, macht das nicht so viel Sinn. Gesundheitlich scheint es ein guter Monat zu sein, um Gewicht zu verlieren, obwohl hier statt Monat Mai einfach nur Monat steht. Also das hat auch nicht so ganz funktioniert. Monat. Wieder top geklappt, Steffen. Hast du mal wieder vergessen, das einzufügen? Glaube ich. Aber ich werde mich danach richten und ab morgen wieder, wie vom Horoskop empfohlen, joggen gehen. Am ersten Tag bin ich gespannt, was das Horoskop mir vorschlägt und bereit, meinen Tag danach auszurichten. Ich bin bereit für gute Ernährung und täglichen Sport. Guten Morgen zu Tag 1. Gesundheit und Wohlbefinden 2 von 5. Du bist urlaubsreif und deine Energiereserven sind bald aufgebraucht. Fahre wieder mal weg, aber vermeide eine plötzliche Klimaumstellung und abrupte Änderungen deiner Lebensgewohnheiten. Okay, dann also kein Jogging. Vielleicht lohnt sich aber Glücksspiel. Wie sind meine Glückszahlen? Deine heutigen Glückszahlen. 5, 14, 18, 32, 35. Warum gibt man denn Glückszahlen an? Das lädt doch im Prinzip ein dazu. Die haben doch bestimmt einen Deal mit Lotto. Wenn du Glückszahlen... genau so viele Glückszahlen angibst, wie du brauchst, um Lotto irgendwie auszufüllen. Ach, come on. 38. Ab 3 richtige bekommt man eventuell 5 Euro. Ich hatte gerade mal eine richtig mit meinen Glückszahlen. Wäre also ziemliche Geldverschwendung gewesen. Ich gehe also nicht joggen und verändere meinen Tagesablauf auch nicht. Gleichzeitig frage ich mich aber, ob selbsterfüllende Prophezeiungen ein großes Thema für Horoskope sind. Wenn ich mich jetzt an irgendwas halte und daher gewisse Erwartungen an meinen Tagesablauf habe, verändere ich ja meine Sicht aufs Leben und dadurch auch wirklich meinen Tagesablauf. Ich gebe mal ein Beispiel aus dem Alltag. Prognostiziert wird etwa im Horoskop, dass eine Unternehmung, die gestartet wird, besonders erfolgreich sein wird. Wie reagiert der Mensch? Natürlich reagieren wir dann so, dass wir uns besonders anstrengen, weil wir ja den Erfolg erwarten. Und zwar auf der Grundlage der Erwartung reagieren wir neu und können am Ende tatsächlich dann auch feststellen, dass der Erfolg sich eher einstellt, dann, wenn der Erfolg erwartet wird. Gesundheitlich geht es am zweiten Tag richtig ab. 4 von 5 Punkten. Mach dir bezüglich deiner Gesundheit keine Sorgen. Derzeit gibt es keine Probleme. Alles ist in bester Ordnung. Du bist topfit und in allen körperlichen Anstrengungen gewachsen. Das ist doch super. Nach einem entspannten Morgenspaziergang und einem voller Optimismus gestarteten Tag bekomme ich gegen Mittag Schmerzen und muss tatsächlich zum Arzt. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber einige meiner Körperwerte waren nicht gut und ich habe spontane Infusion bekommen. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Aber nach einer Stunde ging es wieder, alles war wieder okay und ich durfte nach Hause. Den Rest des Tages habe ich mich nicht wirklich fit gefühlt und habe mich einfach ausgeruht und bin es langsam angegangen. Das hat ja mal super gepasst. Um nichts zu riskieren. Richtig. Dieser kleine Ausflug hat meinen ganzen Tag durcheinander geworfen. Aber das hatte mit dem Horoskop jetzt erstmal nichts zu tun. Es ist nur spannend, wie sehr es einfach in die komplett andere Richtung gelaufen ist. Von kerngesund habe ich gewechselt zu ziemlich angeschlagen, denn Mitte der Woche geht es mir auch nicht besser. Ich fühle mich schlapp und ziemlich krank. Mein Horoskop sieht das aber ganz anders. 5 von 5 im Bereich Gesundheit. Oh boy. Ich verfüge derzeit über ein überschüssiges Maß an Kraft, Vitalität und Lebensfreude. Ah ja.
Ich habe den heutigen Morgen 3 Stunden im Krankenhaus wieder gesessen und werde auch am Montag wieder vormittags da sein zur Kontrolle, nachdem was gestern gewesen ist. Ich wüsste auch nicht, was ich daran jetzt machen könnte. Also ich kann nicht mich krass einbremsen, weil ich gerade komplett eingebremst bin. Ich bin als Selbstständiger gerade krankgeschrieben. Ich werde einfach heute, genau wie gestern, sehr viel im Bett liegen und nichts tun. Schlimmstes Gefühl ever. Für mich passt an dem Tag nichts mehr zusammen. Das ist echt schade, weil ich mich sehr gerne mehr auf das Horoskop einlassen würde. Aber wenn es so weit weg von mir ist, kann ich mich halt schwer darauf einlassen. Wenn da einfach steht, dir geht's super gut, mir geht's aber total schlecht, kann ich erstmal an der Situation nichts ändern. Bei den meisten Horoskopen läuft das aber viel besser als bei mir. Und das liegt am sogenannten Barnum-Effekt. Der Barnum-Effekt beschreibt die menschliche Neigung, vage und allgemeine Aussagen so zu interpretieren, dass sie als zutreffend empfunden werden. Beispiel: Heute überrascht sie etwas Unerwartetes. Oder: Heute sehen sie sich mit einem körperlichen Problem konfrontiert. Das kann jetzt vom einfachen Husten über eine leichte Verspannung bis hin zur tödlichen Krankheit alles bedeuten. Und der geneigte Horoskopleser interpretiert diese allgemeingültig gehaltenen Texte jetzt für sich. Benannt wurde dieser Effekt nach dem Zirkusgründer Phineas Taylor Barnum, der in seinem Kuriositätenkabinett etwas für jeden anbot. Denn wer viel anbietet, hat mehr Chancen, dass jeder etwas findet, was ihm gefällt. Wie zum Beispiel bei Amazon Prime, Netflix, Disney Plus oder YouTube. Da findet jeder irgendein Format, das ihm gefällt. Anders bei Mubi. Da findest du nur Sachen mit dem Prädikat wertvoll oder Arthouse-Filme, die fantastisch sind. Ist aber nicht was für jeden. Für mich wird es in dieser Woche tatsächlich... Das wäre zum Beispiel nichts für mich. Ich aber auch kurios. Denn nach 2 ereignislosen Tagen, an denen ich mich sehr geschont habe, geht es mir endlich wieder besser. Und dann liegt das Horoskop auf einmal goldrichtig. Ein absoluter Treffer ins Schwarze. In den nächsten Tagen wirst du deine ganze Kraft und Energie brauchen. Es fing ganz langsam an. Die Zahlen fielen langsam von 5 auf 4 auf 3 auf... Beruf 2 von 5. Heute und in den nächsten Tagen solltest du von wichtigen Entscheidungen Abstand nehmen. Gesundheit 1 von 5. Heute ist jede Anstrengung reinste Energieverschwendung. Daher solltest du jetzt mit deinen Kräften sparsam umgehen und dich ausruhen. Denn in den nächsten Tagen wirst du deine ganze Kraft und Energie brauchen. Ich bin irritiert. Körperlich geht's mir super. Und ich lese das Horoskop am Morgen mit einem Kopfschütteln. Beruflich steht eine große Fernsehproduktion bevor. Die Vorbereitungen laufen, alles ist wunderbar. Hochmotiviert und mit bester Laune starte ich in den Tag und vergesse dieses alberne Horoskop. Was soll an so einem Tag schon passieren? Als ob. Und ab dem Tag bleibe ich für eine Woche im Krankenhaus. Was ist passiert? Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich sollte zu einem erneuten Check-up zum Arzt kommen und meine Körperwerte waren jenseits von Gut und Böse. Um irgendwie rauszufinden, was los ist mit mir, weil die Ärzte es auch nicht wussten, wurde ich sofort stationär aufgenommen. Oberflächlich ging es mir super, weil ich nichts davon gemerkt habe, was in meinem Körper abging, aber innerlich war es wohl so gefährlich, dass die nächsten Tage eine absolute Achterbahnfahrt geworden sind. Dieses Horoskop-Experiment läuft ein bisschen anders, als ich gedacht hätte. Viel gefilmt habe ich danach nicht mehr. Die fähigen Ärzte und Ärztinnen vor Ort finden raus, was das Problem ist und ich muss notoperiert werden. Alles dank einer angeborenen Anomalie, die zufällig entdeckt wurde. Und das Horoskop hatte recht. Denn ich werde notoperiert und kann keine wichtigen Entscheidungen treffen und muss mit meinen Kräften sparsam umgehen. Aber schon am nächsten Tag sagt mir das Horoskop bereits Gefühlsausbrüche und Stress voraus. Ich aber liege im Krankenhausbett und habe keine Ahnung, was die Sterne da erzählen. Ich bin einfach nur müde und habe sehr viel Zeit zum Nachdenken über die Sterne und wie unplanbar das Leben ist. 2020 hat kein Horoskop vorhergesagt, dass eine weltweite Pandemie die ganze Menschheit erschüttern wird. Wie soll ein Horoskop aufgrund winzigster Daten wie Geburtsdatum, Uhrzeit und Ort etwas über mein Leben aussagen können? Bis heute konnte bei keiner Form der Astrologie eine über den Zufall hinausgehende Trefferquote nachgewiesen werden. Das erinnert mich stark an Homöopathie. Manche Menschen nutzen Horoskope aber gar nicht, um... Hab ich ja gesagt, das Globulis der Sterne. ...in die Zukunft zu schauen, sondern um etwas über ihre Persönlichkeit zu erfahren. Was bedeutet mein Sternzeichen? Was für einen Charakter habe ich? Was für eine Persönlichkeit ruht in mir? Es ist natürlich eine der großen Aufgaben jedes einzelnen Menschen im Verlauf des Lebens herauszufinden, wer bin ich eigentlich und was sind meine Eigenschaften. Wenn man das weiß, dann kann man sich natürlich auch ein bisschen danach ausrichten. Habt ihr die neue Folge Loki gesehen schon? Habt ihr da reingeschaut? Guckt ihr das gerade auf Disney Plus? Vielleicht guckt es jemand. Ich fand es auch gut, das hat gestern genau hierzu super gut gepasst. Da war dieser wunderbare Satz, Leben ist das reinste Chaos und nur durch diese Aufgaben gibst du dem irgendwie Sinn. Also, dass du einfach Sachen akzeptierst, damit gibst du dem Ganzen Sinn, weil alles so sinnlos ist. Haben wir, glaube ich, auch mal so voll den langen Talk hier im Stream drüber. Fand ich ganz gut.
Fand ich ganz gut. Ach so, ach, das ist kein Spoiler. Das ist nur ein Nebensatz. Das ist wirklich gar kein Spoiler gewesen. Aber das war ein bisschen schöner hier von Owen Wilson, den Kollegen, den er spielt. Fand ich gut. Beobachte dein eigenes Verhalten. Wisse, wie dieses Verhalten einzuordnen ist in wichtige Persönlichkeitseigenschaften, die sich als bedeutsam erwiesen haben in der wissenschaftlichen Psychologie. Und wenn du das schaffst, dann bist du einen guten Schritt weiter und dann hast du dich auch ein bisschen besser selbst erkannt. Man kann auf diesem Weg so viel mehr über sich lernen als über irgendwelche Sterndeutungen. Wenn ich jetzt mit meinen Schmerzen zu einem Homöopathen gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich ein paar Globuli bekommen, ein tolles Gespräch geführt, aber es wäre nicht entdeckt worden, welche Schwierigkeiten mein Körper gerade hat. Und mein Problem hätte sich verschlimmert. Glücklicherweise habe ich mich da anders entschieden. Der gute Will hat übrigens nochmal ganz andere Erfahrungen gemacht, aber dazu kommen wir gleich. Was habe ich gelernt? Ich muss sagen, ich habe bis dato gelernt, dass es unfassbar faszinierend ist, dass es Leute gibt, die einen Beruf ausüben, wo sie einfach den ganzen Tag so allgemein gültige Sätze wie möglich schreiben müssen, damit so auf so viele Menschen wie möglich passt. Das ist auch echt ein ganz schön interessantes Berufsbild. Heute geht es dir sehr gut. Ist vielleicht ein bisschen zu konkret. Es könnte dir im Laufe des Tages etwas, es muss auch, glaube ich, unfassbar anstrengend sein, das alles so immer zu schreiben und zu verallgemeinern und noch weiter und noch weiter und noch weiter, dass sich potenziell jeder damit irgendwie so abfinden könnte. Das ist, glaube ich, echt crazy. Nebenjob, safe. Dass Horoskope bestimmt ein unterhaltsamer Zeitvertreib sein können, für mich aber vor allem irreführend sind. Ich nehme die Verantwortung für mein Leben lieber selbst in die Hand, statt unklaren Aussagen zu vertrauen. Wenn ihr Horoskope oder Homöopathie mögt, macht das. Eure Entscheidung. Aber ich bin da raus. Ich habe auch im Bekanntenkreis eine Person, die ihre Entscheidungen sehr stark von diesen Dingen beeinflussen lässt und die Verantwortung fürs eigene Leben in wichtigen Fragen auch gerne mal an irgendwelche Karten abgibt. Für mich wäre das nichts. Ich trage lieber wirklich eigenständig die Verantwortung für meine Entscheidungen. Auch wenn sie mal absoluter Mist sind. Hätte ich in dieser Woche Lotto gespielt, hätte ich übrigens jedes Mal verloren. Will hat übrigens die ganze Woche diverse Glücksspiele gespielt. Ich habe eine Woche lang alles getan, was mir mein Horoskop gesagt hat. Hab Lotto und Casino gespielt, hab über 1000 Euro ausgegeben und mich von einer Kartenlegerin beraten lassen. Schaut euch auf jeden Fall Wills Video an und checkt auch den Kanal von Professor Dr. Erb aus. Beide hier oben verlinkt. Vielen herzlichen Dank an Will fürs Mitmachen, Professor Erb für seine Expertise, das Planetarium Köln-Nippes für die Location, Dominik Hammes für seine Hilfe und Gedanken und meine Patreons. Boah, ey, was in so ein Video wieder reingeflossen ist an Aufwand, leck's mir am Arsch.